Hallo liebe Kämmerfries, wie ihr im Hintergrund sehen könnt, bin ich in etwas, wo viele Fahrzeuge stehen, und zwar im Technikmuseum Speyer. Das wollte ich euch mal kurz vorstellen. Wir sind hier jetzt an einem Sonntag, es ist 18 Uhr und dachten, es wäre ein toller Ausflug, weil hier gibt es natürlich auch Wohnmobilstellplätze und das würden wir euch natürlich auch in die Videobeschreibung dann reinschreiben, was es hier alles gibt oder beziehungsweise wo ihr euch auch hinstellen könnt. Das machen wir dann. Und ansonsten stelle ich mich einfach mal das Technikmuseum Speyer vor. Hier war ich schon einige Male in meinem Leben und ich finde es hier mega cool. Jetzt hier in der ersten Halle, gleich wenn ihr reinkommt, den Eingang. Da haben wir da vorne eine riesen Lokomotive, die kann man auch betreiben. Dann da oben überall hängen hier alte Flugzeuge, Doppeldecker, Düsenflugzeuge und hier noch alte Rolls-Royce. Da hat jetzt einer die Orgel angemacht, die da vorne. Das hört ihr jetzt. Das Geld, cool. Keine Orgel, die Orgel ist da oben und da ist das, was jetzt läuft. Ja. Schön. Jetzt mal schneller, dann hier etwas weg. Dann seht ihr noch ein Flieger, eine Messerschmitt aus dem ersten, nee, zweiten Weltkrieg, Entschuldigung, aus dem zweiten Weltkrieg. Ein Messerschmitt. Boah, nochmal richtig schnell, sieht auch richtig schön aus. Dann haben wir hier noch Feuerwehrfahrzeuge, ganz viele. Da oben auch, glaube ich, ja, ist ja froh, dass du Löschen verwendet. Schreibt das mal in die Kommentare, ob das so war. Aber jedenfalls hier ganz alte Feuerwehrfahrzeuge. Okay, das gehört hier zu uns, zu Frankfurt. Ich sehe schon an der Seite, steht Flughafen Frankfurt am Main. Also hier für die großen Flieger von der Firma Faun. Und da haben wir noch Amphibienfahrzeug von der US Army. Und da ist auch die Riesenorgel. Das ist die größte in Europa oder weltweit, glaube ich, mobile. Oder war das die im Technikmuseum Sinzheim? Ich weiß es jetzt nicht, aber da steht auch eine. Und jedenfalls hier an den Seiten seht ihr dann hier die ganzen Lokomotiven, die es gibt. Hier auch noch ein paar Feuerwehrfahrzeuge. Also hier komplett die Reihe, schauen wir uns das mal an. So, hier auch ganz viel Feuerwehr. Also komplett die Straße runter, ich sehe es gerade, bis da vorne hin, alles mit Feuerwehrfahrzeugen, hier mit der Rollleiter da, aber nicht schlecht, nicht schlecht, genau, und hier Traktoren, da einer zumindest hier Motorräder, also Halle 1 hat einfach alles zu bieten, komplett, da oben auch noch ein paar Flieger, wie gesagt, und Düsenflugzeuge, das erkennt man hinten, nicht Propeller. Hier ein alter Mercedes, oh, der ist aber schön, hat auch eine schöne Farbe, beige und braun. Mercedes 200er und hat sogar eine kleine Heckflosse da hinten. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Und ein alter Mercedes-Bus, 039er. Oh, der sieht auch cool aus. Also ich mag so alte Fahrzeuge unheimlich gerne. Unser Mercedes wird ja in 3 Jahren ja auch zum Oldtimer. Noch ist es ein Youngtimer, aber in 3 Jahren haben wir dann die Oldtimer-Kennzeichen dran und darüber freuen wir uns auch. Hier noch ein paar alte Fahrzeuge, früher aus den 20ern. Den Packard zum Beispiel hier von 1929. Tolles Auto. Ja, also die würde ich alle gleich so mitnehmen. Also ich liebe alte Fahrzeuge. Und natürlich auch die Fahrzeuge aus den 50ern, 60ern, aus den 30ern. Hier haben wir noch ein riesen Karussell. Steht hier einfach. Und einfach nur toll. Aus Halle 1 gehen wir jetzt mal raus in den Außenbereich. Oh, jawohl, sehen wir da gleich hier natürlich den Jumbo Jet. Einen seiner vollen Pracht. Dann kam noch Musik. Oh, das ist eine Douglas. Ah, eine F-15, genau. Cool, die zeige ich euch von vorne.
Ja. Ja, mega cool. Da hat er recht, da haben wir eine Antonov noch. Dahinter Transportflugzeug aus Russland, riesengroß. Galt mal als eins, also lange Zeit als eins der größten Flugzeuge der Welt. Wie gesagt, es ist ein Transportflugzeug. Und ja, die MiG ist wunderschön. Stimmt. Und da, ihr seht es, wir haben heute richtig Suppe. Leider. Und ja, das ist der Jumbo Jet. Da kann man auch hoch. Da ist auch hier eine Rutsche verbaut. Also ist mega schön. Kann man mal rein. Und ja, was haben wir noch hier? Hier haben wir noch Hangar 10. Das ist ein Restaurant, Bistro, wo man reingehen kann. Da vorne muss das U-Boot sein. Ich sehe es jetzt nicht genau. Das ist die neueste Attraktion hier im Technikmuseum Speyer. Und dann schauen wir mal, wo das ist. Dann haben wir die Antonov. Dahinter hatte ich euch ja gerade gesagt, da das U-Boot. Und da haben wir noch einen alten Hubschrauber und den Russen. Oder Russen? Aeroflot, doch, ja, von der Aeroflot. Und das ist die Antonov nochmal vom Nahen. Mit Propeller angetrieben im Übrigen. Propellerantrieb, kein Düsenantrieb. Ja, die ist riesig. Aber da passt so einiges rein in die Antonov. Und da haben wir auch die Saar, da. Rettungsschiff. Ich dachte immer, die wären kleiner. Aber stellt euch mal davor, wenn ihr das Technikmuseum Speyer dann besucht. Das Ding ist riesig. Das Schöne am Technikmuseum Speyer ist, man kann ja fast alles besuchen. Also kann wirklich auch reingehen in die Flieger. Ihr seht das hier an der Drehtreppe, Rundtreppe, wie man das nennt. Da kann man auch in die Antonov rein und das mache ich jetzt mal. Dann nehme ich euch jetzt mal mit. Die Antonov, da geht schon mal vor. Wow. So. Jetzt laufen wir hier rein in die Antonov. Hier geht es rein. Muss man sich aber ducken. Ich war ja schon mal drin. Ja, jetzt seht ihr hier mal einen riesen Bereich. Da vorne geht es zum Cockpit. Das ist die Beladungszone hier der Antonov hinten. Hier wurde alles dann reingeschafft. Also es ist beeindruckend, wie groß die Antonov ist. Klar, Transportflieger, aber schon mega, wie groß hier alles ist. Ihr müsst unbedingt rein. Das Schöne ist auch, dass man hier alles erklärt bekommt, anhand von Videos, wie die Antonov ja, funktioniert. Und ja, passt. Hier kommen wir zum Cockpit über eine kleine Treppe. Sehr beengt. Hier geht es nochmal weiter hoch. Hier im Inneren ist auch eine Treppe. Ja, aber da kann man noch rumhüpfen, scheinbar. Also sehr eng. Hier gab es auch ein paar Bullaugen. Könnte man auch mal rausschauen von der Seite. Da gehen wir jetzt rein. Habe ich mega Bock. Jetzt die Treppe hoch. So, und bei so einem regnerischen, diesigen Wetter empfehlen wir immer schön festhalten. Dann fliegst du nicht auf die Nase fallen, wenn du solche Füße. Oh, da geht der Motor an. Da geht der Motor an. Ich hoffe, das Mikro fängt das an. Ja, hinten, Rauchwolke. Ach, wie für uns gemacht. Geil. Mega. Sie müssen jetzt starten. Ich habe eine Doku gesehen, zweimal im Jahr. Damit er rund läuft. Da, ihr seht's. Ja, mega cool. Ja, stinken tut es jetzt ein bisschen. Aber das ist jetzt normal. Ist halt ein Dieselmotor. Geil. Ja, gib mal Power. Wir vibrieren auch das ganze Gelände. Man sieht es jetzt leider nicht. Ja, cool. Ja, vibriert richtig.
Oh, da haben wir den Motor. Cool. Gut, jetzt geht's rein. Hoppala. Da muss ich aber echt ducken. Das ist nichts für Menschen mit 1,90 über. Wir haben übrigens die Rettungsstation, wo die Menschen behandelt dann. Hier auch Feuerwehrausrüstung, also Atemmasken etc. Ja, hier auch noch Toiletten, Klos, Dusche. Ja, Trockner gab es sogar damals oder jetzt. So alt ist es ja nicht, das Schiff. Obwohl doch, in Schiffsjahren. Also Waschmaschine habt ihr da jetzt gesehen. Hier Küche, Kühlschränke, Frierschrank, Erdplatte, Backofen, also alles da. Hier nochmal eine kleine Schreibtisch, also hier ein kleines Büro mit Couch, hier Konfizimmer, hier Kajüte, hier zum Essen. Da geht's hoch, ist aber abgeschlossen. Da dürfen wir nicht. Hier geht es nochmal runter, aber hier muss ich aber echt aufpassen. Hier ist ja super, super kleine Stufe. Hier kann man auch nochmal runter gucken. Geht's auch? Nein. Aber hier ist jedenfalls eine Kajüte. Ich denke mal, hier hat der Captain genächtigt. Oder hier vorne. Ja, mega. Und hier nochmal die Treppen, die ich hier runtergelaufen bin. Also schaut hier mein Fuß. Größe 44,5, 45, je nachdem. Und mega schmal die Treppen hier. Aber so ist es nun mal. Aber macht Spaß, hier hochzulaufen. Ja. So, hier geht es jetzt im Maschinenraum. So, auch wieder so super schmale Treppen. Ich muss aufpassen, dass ich mit dem Bild nicht anstoße hier. Oh. So. Hier ist der Maschinenraum. Da ist auch die Maschine. Hier die ganzen Kontrollpendel. Da geht es dann rein. Also hier geht es rein. Hier ist der Motor. Nochmal, also gerade im Maschinenraum, glaube ich, konnte den nicht viel hören. So, jetzug wir mal nach vorne zum Bug. So, also ist echt groß hier der Rettungsdampfer. Und da seht ihr es. Also 4 Mill im Jahr habe ich mir sagen lassen, lassen Sie die Motoren laufen. Dann wird die auch nicht kaputt gehen. Also und immer schön festhalten, wie gesagt. Heute ist es regnerisch. So, bis hier geht's. Sind wir vorne? Ich mache jetzt hier nicht auf Titanic. Ich krieg das. Und da seht ihr wieder im Hintergrund, Hintergrund. Oh ja, ich werde alles jetzt schon am Schnaufen. Seht ihr den Jumbo Jet? Das wollte ich sagen. Also da seht ihr es hier. Geil. Wirklich geil. Mega schön. Auch das Schiff so. Echt schön. Und wir hatten echt Glück, dass wir heute. Und hier übrigens, da stand Günni vor 2 Jahren auf dem großen Platz, da ihr seht, Wohnmobile da hinstellen ist überhaupt kein Thema, Platz ist genug. Wir sind jetzt an einem Sonntag hier, okay, das Wetter ist jetzt nicht so dolle, aber tut keinen Abbruch, ist zu jeder Zeit, finde ich, ein Besuch wert, Technikmuseum Speyer. Und da seht ihr jetzt nochmal von hier, ja, da, boah, jetzt gibt es nochmal Gas, geil, geil. Hier kann man auch noch mal hoch. Ich habe jetzt nochmal, glaube, also Heck sagt man nicht dazu. Aber hier gehen wir auch mal drauf. Ah, hier konnte sogar
ein Heli landen, ein Helikopter. Ja, ja, Rettungsdampfer. Und da seht ihr nochmal von hinten. Und hier nochmal, wie es qualmt. Jawohl. Ja, Qualmwolke. Ja, schon mega. Boah, jetzt sieht es aber ganz schön, du. Ja, schönes Schiff. Kann man nicht anders sagen. Und vor allem wurde es zu Rettungseinsätzen eingesetzt, logischerweise. Und mega cool, dass sowas aber auch erhalten wird für uns. Danke Technikmuseum Speyer und an all die Mitarbeiter, die das ermöglichen. Das U-Boot steht gleich nebendran, erreicht man auch hier über diese Anbindung hier. Das ist nicht das Neue, also die neue Attraktion vom Technikmuseum. Ich weiß auch gar nicht, wurde das in Speyer oder nach Sinsheim jetzt geliefert? Also letztens waren wir schon in Sinsheim, da war es nicht. Schreibt mal was in die Kommentare, vielleicht weiß der eine oder andere. Also hier vorne nochmal hier Übelchen. Na gut, so klein ist es nicht. Wenn du drin bist, dann ist es nochmal was ganz anderes. Oh, da muss man sich aber reinzwängen. Bitte? Geht immer ruhig mal runter, ja. Nö, muss nicht sein. Das ist ein bisschen, das ist niedrig da, Alter. Das glaube ich gar nicht auf. Also ich bin hin und weg, was dieses Rettungsschiff betrifft. Jetzt hier nochmal von unten, da seht ihr mal die Schiffsschraube. Also die ist ja mega lang hier. Von der Mitte schon beginnend. Bis ganz nach hinten. Aber das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also mega. Also die Tanja war jetzt da drin, in dem U-Boot. Ich habe mich da jetzt nicht getraut, sondern es war mir jetzt alles ein bisschen zu glitschig und zu eng. Deshalb habe ich mal das U-Boot ausgelassen. Ich warte auf das größere Vehikel. So, ansonsten hier nochmal die Schiffsschraube von hier. Was ist ein Name? Ja, also mega. Ja. Ist echt schön, dass sie das nochmal hier so präsentieren, dass man das sehen kann, weil die Schiffsschraube ist ja dran. Es sind drei insgesamt. Klar, wir müssen den Nordsee standhalten. Und dieses Schiff hatte ja auch insgesamt, glaube ich, oh, müsste jetzt lügen, 10.000 PS, glaube ich. Weiß ich jetzt nicht. Ihr werdet es dann erfahren, wenn ihr dann hier seid. Jedenfalls mega. Da ist nochmal ein kleines Rettungsschiff, in Anführungsstrichen, aber hier ist alles, finde ich, in XXL-Größe. Ja. Die John T. Esberger, so heißt es. Das Rettungsschiffchen. Schiffchen, in Anführungsstrichen. Wir haben ja auch ein Tauchfahrzeug, David. Wir haben auch eine Seemine, wie ihr sehen könnt, hinten. Also jetzt nicht nur für zivile Einsätze, sondern andere Einsätze gedacht. Aber schön, echt klein. Mini-U-Boot. Mini, mini, mini. Also ich muss zu meiner Stande geschehen, ich war noch nie im Marinehaus. Das ist jetzt für mich was ganz Neues. Tanja ist jetzt hier schon reingelatscht. Also kenne ich nicht. Hier im Marinehaus stehen Modellschiffe in XXL-Größe. So, ich muss hier wieder mal treppen. Sind alle mal so schmal. Hoch und wow. Einfach nur beeindruckend. Also riesen Modell hier von der Bremen. Wow. Also das ist beeindruckend. Und da gibt es noch mehr Modellschiffe, eher Kriegsschiffe, also Modellschiffe natürlich. Aber hier stehen auch richtige Schiffe mit Motor. Da ist auch ein älterer Motor. Also, das ist eher so Venedig-Style, würde ich hier mal sagen. Das hier auch, aber mit Dampf. Ja, das ist ein Dampf. Ich wollte schon Dampflok sagen, aber das ist dampfbetrieben, das Schiff hier. Und Bronze. Ja, und hier sieht man auch nochmal einen riesen Flugzeugträger als Modell. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Klar, alles aus dem Zweiten Weltkrieg, muss man dazu sagen. Aber das Modell an sich ist ja beeindruckend. Also, aber hatte die Wehrmacht einen Flugzeugträger? Oh, da muss ich jetzt mal recherchieren. Also hier geht es um die deutsche Kriegsmaschine. Jetzt gehen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Hier, altes Zeug. Oh. Dreimaster. Auch schön. Und hier Tauchhelm früher.
und sie damit versorgt. Ja, echt viele und schöne Modelle. Ja, auch nochmal so ein Riesenmodell ist ja auch. Also wirklich beeindruckend. Hier nochmal aus Holz. Kleineres. Wirklich filigran und richtig detailreich. Wow, wirklich. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Und hier haben wir die kleinere Sektion. Auch sehr, sehr, sehr detailliert. Das Ganze. Ja, beeindruckend. Einfach nur beeindruckend. Haben wir auch die Titanic? Schauen wir mal. Ist der Titanic auch verewigt worden? Oh, das ist so klein geschrieben. Ich kann es nicht lesen, aber Titanic hatte 3 Auspuffrohre. Die haben auch zwar 3, aber das ist die Queen Mary? Elizabeth, glaube ich. Nee, Titanic ist aber nicht dabei. Nee. 100. Da, ja. Da ist nichts. Oh, London. Ja, die London Bridge. London Bridge. Was rede ich denn da wieder? Schon Käse, du. Aber da sehen wir nochmal. Die Tower Bridge ist es natürlich. Aber da sehen wir hier nochmal. Queen Elizabeth, da wird es nochmal gezeigt. Doch, die Titanic ist die 3. Die hatte sogar 4. 4 hatte sie. Wow. Okay, da steht es ja auch, Titanic. So, wie gesagt, klein geschrieben, ich kann es nicht lesen. Die mit den gelb-schwarzen Schornsteinen. Das ist die Titanic. Okay. Die war auch schon lang. Wir haben auch die U-Boot-Fraktion. Ist auch hier. Ganz viele U-Boote. Wow. Und hier nochmal. Ja, 3 Master. Also, sehr, sehr beeindruckend, die an Kriegsschiffe. Cool. Da wir jetzt Hunger haben, gehen wir mal ins Hangar 10 Restaurant. Hat jetzt schon auf. 11:30. Ja, sollte sein. Und dann gehen wir als nächstes auf Jumbo Jet. Da oben, Lufthansa. Und dann in meine Lieblingshalle. Da, wo die Buran steht. Da drin. So, wie ihr seht, ziemlich leer, nichts los. Das sind die ersten. Ich habe hier schon mal gefuttert mit der Tanja. Also die Preise sind, ja, gesalzen. Tanja holt sich den obligatorischen Cappuccino. Nein, ich nehme diesmal einen Schokoschino. Oh, Schokoschino aus einer Franke-Maschine. Oh, cool. Die kenne ich, der ist lecker. Aus der Franke Kaffeemaschine. Der ist wirklich gut. Die kenne ich. Kann ich empfehlen. Holt nur Pommes. Essen war lecker. Danke an den Papa von der Tanja. Der hat uns nämlich eingeladen zum Essen. Ja, ist ein bisschen teuer, aber man darf nicht vergessen, das hatte ich vorhin auch vergessen, man finanziert hier ja den ganzen Bums hier so ein bisschen. Deswegen ist das Essen auch ein bisschen teurer hier und das wird ja hier betrieben. Alles von Privatmenschen hier wird das hier instand und erhalten. Und von daher ist es völlig in Ordnung, dass wir jetzt ein bisschen mehr bezahlt haben. Dafür sponsern wir auch hier das alles indirekt mit. Vor dem Bistro hier seht ihr Blue Angels. Das ist so ein, kein Kampfflugzeug, sondern eher ein Kunstflugzeug. Aber und da vorne, wie ihr sehen könnt, ich habe ja schon geschwenkt, seht ihr den Jumbojet von der Lufthansa, da gehe ich jetzt nicht hoch. War da schon zigmal oben. Und ja, lasst euch dann überraschen, wenn ihr dann hier seid. Daneben ist auch noch eine kleinere Lufthansa-Maschine, in Anführungsstrichen. Und da der große Bruder, beziehungsweise das hier ist der Opa. Und das ist der Enkel, der Jumbojet hier. Die Boeing. Und ja, das halt hier unten ist auch nur eine Rutsche halt. Für Kinder halt da unten noch ein bisschen Spielplatz. Also hier vorne könnt ihr sehen, Spielplatz. Und da der Dschungeljet. So. Das ist jetzt mein Bereich hier, die Halle, die ich über alles liebe, die Raumfahrthalle. Da steht nicht das Space Shuttle, aber man könnte meinen, es ist das Space Shuttle, ist aber nicht. Das ist die Buran, das ist die Kopie von den Russen. Das Space Shuttle hier ist noch von der Ariane 5. Noch die Feststoffrakete, also ein Teil davon, da könnt ihr sehen, da ist sogar ein Pfeil
angebracht. Also schon groß. Genau. Da gehen wir jetzt mal rein. So. Da ist sie. Drücken. Tun sie auch gern. Und da ist die Halle. Beeindruckend. Einfach nur beeindruckend. Und vorne gleich, klar, ist ja riesig. Die Buran. Da vorne haben wir noch eine U. Die Tante U, wie man so schön sagt. Da ist die Buran. Ja. Wow, mega groß. Mega schön vor allem. Ja, hat die gleichen Ausmaße wie ein Space Shuttle. Wie mein Modell, was ich jetzt letzte Woche gebaut habe von Lego. Also echt schön, nur dass die Buran noch vorne noch so Speer hat, sag ich jetzt mal. Wozu sie den braucht, ich glaube eher zur Geschwindigkeitsmessung. Sieht danach aus, aber jedenfalls beeindruckend. Beeindruckend. Und darunter haben wir noch einen schönen Mercedes. Ja, da sieht man aber auch hier die ganzen Keramik. Sind das Keramik? Was war das mal? Keramik? Ich weiß jetzt nicht, ich komme jetzt echt nicht drauf. Aber da bin ich busy, das hier irgendwo liegen lassen bei mir. Ich glaube, das sind Keramikkacheln. Doch, das müssen Keramikkacheln sein, ja. Ja. Ja, mega groß. Ja, hier nochmal Flügel von außen. Da ist jetzt aber keine Keramik, das ist ein bisschen komisch. Oder haben sie das nachträglich? Sonst fängt das ja Feuer an. Naja, was soll's. Aber auch nochmal so einen schönen Flitzer unter der Buran stehen. Wie gesagt, hier hinten und hier nochmal die Raketentriebwerke. Was anderes ist es nicht. Und da nochmal ein paar Düsen mehr natürlich hier zur Steuerung im All dann. Ja, und hier geht es vom Poppes auch rein. Da sieht man das nochmal. Ja. Riesig. Ja. Alles mega. Und hier auch nochmal ein Flitzer. Also drei insgesamt stehen hier unter der Buran, drei Flitzer. Und hier über die Treppe geht man dann hoch zur Buran und kann sich das dann da oben anschauen. Ist einfach nur beeindruckend, wie groß sie ist. Wenn ihr dann hier sagt, dann werdet ihr richtig große Augen machen, wie groß die Buran ist. Wir laufen jetzt mal hoch. Es gibt hier einmal hoch und einmal runter. Das ist runter und das ist hoch. Da ist die Buran. Ups. So, jetzt seht ihr sie besser. Ja. Aber echt. Das ist schon nicht schlecht. Ja, hier nehmen wir die Treppen hoch. Hier auch nochmal die U von oben. Und die Mondlandefähre. Hier auch nochmal von oben. So, da ist sie. Wow. Einfach nur beeindruckend. Hier seht ihr vorne jetzt mal die Spitze. Also auch da nochmal die Düsen, damit man die steuern kann oben. In Schwerelosigkeit im All. Ja, schon groß, wenn man hier oben so ist. Steht. Wow. Und sehr weit, und wenn man hier so schwenkt, ja, wollo. Ich glaube aber, die Buran war auch nie im All. Ich muss jetzt nochmal nachlesen, aber ich glaube, gepackt hat es nicht. Hier haben wir auch alles schön mit Glasboden gelegt. Kann man hier nochmal reingucken. Ja, hier gingen die Klappen auf und dann konnte man alles ins All rausschaffen. Wow. Wie gesagt, mega beeindruckend. Hier auch nochmal die Flügel. Also und dahinten, das ist aber anders. Das hatte jetzt Space Shuttle nicht. Dass ihr da noch ein Triebwerk hatte, das
hatte das Spechat nicht. Also das haben sich die russischen Ingenieure selber drangebaut, beziehungsweise ja, installiert, drangebaut, ja, schon richtig. Das ist jetzt hier die Mondlandefähre der Amerikaner, die Maßstab getreu, also auch echt groß. Klar, da mussten sich zwei Menschen reinzwängen. Hier haben wir noch die Raumfahrtanzüge, also schön gemacht. Hier alles hier, da ist auch nochmal die Leiter vor dem letzten Sprung, obwohl die muss ein bisschen höher sein. Das ist ein bisschen zu niedrig, weil damals hat Neil Armstrong einen kleinen Sprung gemacht. Und er hatte Sorge, dass er da runterfällt. Aber ist ja nicht passiert. Also unkontrolliert. Und das haben wir hier vorne noch. Echtes Original. Da steht es nochmal. Original Mondstein. 3,34 Milliarden Jahre alt. Da ist es. Wow. Gräulich. Es glänzt aber auch. Das Mondgestein hier. Ich bin jetzt kein Geologe, aber ich würde sagen, da ist ein bisschen was drin, was glänzt. Und hier nochmal die Mondlandefähre. Also ist, wie alles so oft, beeindruckend. Da die American Flag. Hier nochmal, jetzt kommt gleich eine Stange. Ja. Dann nochmal die Füßchen. Hier die auch nochmal, die waren dann spreizt. Nochmal für die nötige Bodenfestigkeit. Also schon kann man einmal rundherum laufen. Entschuldigung. Ja. Ja. Ja, mega. Echt cool. Und da nochmal die Durani im Hintergrund. So, und hier haben wir den Lunar Rover. Den haben sie auch bei Apollo Mission 17, glaube ich, war es. Haben sie den mitgenommen und sind da ein bisschen düst mit ihm. Hier auch die Hasselblatt-Kamera. Nicht im Original, das wäre schön. Damit haben sie Videos, Fotos gemacht mit der Hasselblatt. Aber auch sehr, sehr beeindruckend, was man alles so machen konnte, schon in den 60ern. Hier geht es jetzt hoch. Hier sind wir in den innen gelegenen Stockwerken. Ihr seht das hier. Ja, hier geht es nochmal 1, 2, da geht es nochmal hoch. Da kann man von oben alles nochmal sehr schön sehen, inklusive ein super Blick auf die Buran. Bin ich hier auf dem ersten Stock. Oh, cool! Ist das Original? Raumfahrtanzug. Mega! Ja, okay, also das muss eine Replika sein. Ist aber die von Buzz Aldrin. Edwin E. Buzz Aldrin, so heißt der Mann, da steht es auch. Habe ich jetzt abgelesen, ich kenne ihn nur dann Buzz Aldrin. Aber er hat ja einen Vornamen, ist ja nur sein Spitzname. Und ich glaube, das ist nicht der echte. Das ist eine Replika. Das haben sich die anderen bestimmt nicht wegnehmen lassen, aber für die Ausstellung hier haben sie das bestimmt nicht hergegeben. Das glaube ich nicht, weil es in Houston auch sowas gibt. Wie hier und. Ich denke mal, ich war noch nie da, aber bestimmt größer. Hier nochmal aus der Zeitgeschichte. Bild, Zeitungsausschnitte, Stern, die Fotos des Jahrhunderts. Ja, stimmt. Apollo. Hier auch nochmal hier von Neil Armstrong, den Raumfahrtanzug. Aber wie gesagt, das sind Replikas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Amis da wirklich das hergegeben haben. Nie im Leben, glaube ich nicht. Ja, hier ist ein bisschen trostlos, obwohl nein, hier ist auch noch ein bisschen was. Hier wird ja sehr viel erklärt zu den ganzen Missionen. Hier haben wir von Rockwell, die haben ja die Turbinen, die Düsen, beziehungsweise die Raketen, die Brennstoffraketen haben sie entwickelt. Hier sieht man auch nochmal, wie gesagt, allerlei. Und nochmal hier, ach Gottchen, sehr schön. Oh, Opel hat auch mal was geschaffen.
Flugzeug, wusste ich gar nicht. Oh, da haben wir sogar hier für Menschen, die faul sind, aber eher für Menschen, die leider eine Behinderung haben, querschnittsgelähmt sind etc. oder nicht gut zu Fuß sind, haben wir hier nochmal einen Aufzug. Finde ich super, wurde mitgedacht, toll. Da haben wir noch einen Helikopter von der Bundeswehr, vom Heer. Und da, wie immer wieder, mein Blick richtet sich immer wieder auf die Buran. Das ist einfach ein Träumchen. Und da haben wir die ISS als Modell. Maßstab, keine Ahnung. Maßstab groß, würde ich sagen. Genau. Und hier haben wir eine Teilsektion der ISS, die Columbus. Ja klar, ist Experimentier irgendwas. Wurden gemacht oder werden gemacht, besser gesagt. Da oben sieht ihr jetzt, ich glaube, das müsste die sein, im Äußeren. Und dann die Solarpaneele. Meine Kleine hat übrigens das Lego-Modell damals gebaut. Ich nicht. Ich habe es ihr gegeben. Und wunderschön. Kann ich nur empfehlen, das Lego-Modell von der ISS. Macht Spaß. Also, meinem Kind hat es Spaß gemacht. Noch ein Raumfahrt. Oh, diesmal sind die Russen. Oh, das ist aber sehr, sehr schmalgart. Also für die schmale Taille würde ich sagen, ist dieser Raumanzug ideal. Den haben sie auch wirklich genutzt. Der Sokol-Raumanzug Soyuz 19 ASTP. Genau, und hier haben wir einen langen Gang. Die werden jetzt nochmal alles nochmal vorgestellt, geschichtlich. Auch zu den Russen. Houston, hier haben wir nochmal Space Lab Simulator für die ISS. Und da mal wieder die Buran. Ich weiß, ihr könnt es nicht mehr hören, ist mir aber egal. Wirklich. Ich finde die super. Wenn ihr hier seid, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Dass es beeindruckend ist und dass man einfach nicht die Augen davon lassen kann. Also ich muss mir ja natürlich mal den Space Shuttle auch mal anschauen in den USA, in Houston. Da steht Space Shuttle, ich glaube die Endeavour sogar. Ja gut, eine ist ja leider explodiert. Super tragisch. Aber wie gesagt, das ist eine 1:1 in Anführungsstrichen. Nicht in Anführungsstrichen, es ist eine 1, also in Anführungsstrichen wegen der Kopie, ja, als 1 Kopie. Weil da haben wir, wie gesagt, nochmal, ich weiß es. Kann mich jetzt wieder daran erinnern, die Buran war nie im All. Also das Ding hier steht und es war auch ein riesen Akt, die zu bekommen, die Buran. Und es lag nicht an den Russen, sondern irgendwie an den Saudis. Müsst ihr mal googeln. Ist eine super interessante Geschichte, wie das Technikmuseum Speyer mal zu Buran gekommen ist. Mit viel Einsatz und viel Glück auch. Nochmal Treppen, jetzt gehen wir zu Etage 2. Aber wie gesagt, es geht ja einmal ringsrum um die Halle. Geht das hier? Ihr seht es hier. Na, jetzt seht ihr. Na, Kamera, so. Mensch. So, die Buran jetzt immer von oben. Wow. Einfach nur wow. Wunderschön. Dann laufen wir mal dahin. Was haben wir hier noch? Hier nochmal die Astronauten, die vorgestellt werden. Ein paar Astronauten hier vorgestellt werden, hatte ich ja schon gesagt. Und da haben wir noch die ganzen, hier wieder so was Mongolisches. Ja, will nicht zu viel verraten, mein Gott. Ich sollte euch das selber auch anschauen. Hier haben wir da Modelle von der Ariane. Ariane 5, glaube ich, ist das hier. Lass mal gucken. Ja, Ariane 5, da steht's. Ich hatte recht. Die ist auch die größte. So, dann haben wir nochmal. Oh, Triebwerke von der Ariane. Ja, klar. Hier nochmal zu sehen. Ja, sind die Triebwerke. Mega beeindruckend. Ja, da geht es halt weiter hier den Gang. Werdet ihr jetzt sehen. Da geht es zu den Motorrädern. Aber hier komplett die Area. Hier alles komplett. Alles, was ihr hier seht. Hier. Alles hat was mit Raumfahrt zu tun. Da geht es nochmal rein, da ist auch nochmal was, aber das solltet ihr euch selber anschauen. Wow. Und hier die. Wow. Ups, schnell geschwenkt. Etwas langsamer. Per Hand. Geht auch. Mega. So. Hier geht es nochmal hoch. Hatte ich jetzt gar nicht gesehen, das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Ich war ja schon ein paar Mal hier. Und
Hier gibt es noch eine Treppe. Ach, hier in den Außenbereich. Okay, dann weiß ich, wo ich bin. Hier war ich schon. Wie ich es schon gesagt habe, die Treppe hier kenne ich. Es geht hier, ich dachte, es wäre noch im Innenbereich, weil im Innenbereich ist oben nochmal so eine Fläche, wo man das alles, aber ist eher was für das Personal hier, für die Techniker, die das Dach inspizieren. Jedenfalls hier kommt er dann aufs Dach vom Technikmuseum Speyer hier von der Raumfahrthalle. Und dann könnt ihr alles nochmal hier von oben alles schön sehen. Das gleiche haben sie auch im Technikmuseum Sinsheim. Da ist es auch so. Mal sehen, ob wir die Tanja irgendwo da unten finden. Da ist jetzt gerade ein riesen Wimmelbild hier. Keine Ahnung, wo sie ist, aber da ist jedenfalls der Jumbo. Kämmerfried. So, jetzt war es hier mit der kleinen Tour durch das Technikmuseum Speyer. Wie gesagt, eine super gute Empfehlung von uns beiden, von der Tanja und mir. Kommt her. Es ist einfach nur mega. Auch die nicht so technikaffinen, interessierten werden hier mit einem offenen Mund rausgehen, da bin ich überzeugt, wir beide. Dass er die Tanja heute so wenig gesehen hat, ist dem geschuldet. Sie ist heute mit ihrem Papa, mit ihrem Bruder und dem Kleinen, also dem Sohn von ihrem Bruder, dem Süßen, hier. Und deswegen habt ihr sie nicht so oft sehen können. Ich habe jetzt noch schnell dieses Video für euch abgedreht, weil es war mir, uns war es super, mega wichtig, euch diesen kleinen Service-Post zu machen. Wie gesagt, kommt ins Technikmuseum Speyer. Es lohnt sich auf alle Fälle. Abonniert den Kanal. Schaltet auch das nächste Mal ein, wenn wir euch tolle Tipps geben. Auch übrigens unser letztes Video, habt ihr vielleicht gesehen. Da ging es ja hier um die Kopfhörer. Die haben wir selber getestet. Einige Male, davor hatten wir die Apple AirPods. Also das Video könnt ihr euch auch gerne euch mal anschauen. Da haben wir auch einen Amazon Affiliate Link. Damit unterstützt ihr auch unseren Kanal. Es wäre super lieb von euch, wenn ihr das tun würdet. Aber auch nur, wenn ihr die Kopfhörer braucht und keine neuen. Vor allem sind die auch günstiger als die Apple AirPods. Und vor allem besser finden wir auch und von der Verarbeitung einfach besser, weil die halten länger. Ich hatte zig Apple AirPods, das habe ich im letzten Video leider vergessen zu erwähnen, warum ich überhaupt jetzt umschwenke auf die Nothing Ear 2 Kopfhörer. Und das hatte ich beim letzten Video vergessen. Also, nicht lange schnacken, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.